Ich bin Jort und das ist ein Bastard. The Bastard ist ein Keramikgrill, der standardmäßig mit den meisten Zubehörteilen geliefert wird. Ich zeige dir, was drin ist, von Medium bis XL. Fangen wir mit dem Aschenbecher an. Ich bin ein Griller, ich liebe das Grillen. Die Reinigung steht nicht auf meiner Favoritenliste. Der Aschenbecher ist das perfekte Werkzeug dafür. Du stellst ihn ganz unten hin. Dort wird die gesamte Asche gesammelt. Wenn du ihn reinigen möchtest, einmal rein und raus und es ist sofort erledigt. Dies ist der Holzkohlekorb, der standardmäßig mit The Bastard geliefert wird. Hier legst du deine Kohle hinein. Beim Reinigen möchte man die Holzkohle in einem Zug entfernen. Zwei praktische Griffe, mit denen du den Korb im Handumdrehen herausheben kannst. Du kannst ein wenig schütteln. Asche fällt heraus, Kohle bleibt drin. Irgendwann musst du die Holzkohle ersetzen. Die kleinen Krümel am Boden liegen sehr dicht beieinander. Sauerstoff kann nicht richtig durchströmen. Große Kohlebrocken, große Löcher dazwischen, das sorgt für den perfekten Airflow. Somit regulierst du die Temperatur optimal. Der Holzkohlekorb wird standardmäßig mit einer Trennwand geliefert. Auf diese Weise kannst du deine Holzkohle in zwei Teile trennen. Zum Beispiel mit viel Holzkohle auf einer Seite, was dazu führt, dass du das Feuer auf eine Seite des Bastards konzentrierst. Du kannst es modular für die Zubereitungen, die du treffen möchtest, aufstellen. Wenn der Bastard mit Holzkohle gefüllt ist, stelle ihn nach deinem Wünschen mit dem Plattenbelichter ein. Einfach oben platzieren. Dort kannst du dann ein Gitter drauflegen, um direkt zu grillen. Neben dem direkten Grillen ist The Bastard der perfekte Grill für Low and Slow. Niedrige Temperaturen, große Fleischstücke, volle Raucharomen. Dazu musst du ihn auf indirektes Grillen einstellen. Das tun wir mit diesen Hitzeabweisern. Diese legen wir in den Plattenbelichter. Sie blockieren den direkten Wärmefluss. Dies erleichtert das perfekte Räuchern bei niedriger Temperatur. Schließlich muss nur noch ein Gitter darauf platziert werden. Verwende zum indirekten Grillen den stabilen und robusten Grillrost aus Edelstahl. Er ist fertig. Lass uns diesen Bastard verbrennen.